Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Die Beine erstmal sind hier stehen geblieben, als wir gerade dabei waren, fleißig nach hier drüben zu flattern. Das habe ich jetzt auch mal durchlaufen lassen. Ja, wir haben hier noch grandioserweise vier Federn hier auf den Felsen. Ich sammle mich doch von eben mal ein. Gut. Und ja, wir werden noch mal die Welt ein bisschen überblicken müssen später mal. Aber wir gucken jetzt mal, was hier so ist. Weil ich kann ich soweit noch ein paar Sachen zu machen. Tatsächlicherweise. Okay, wir können hier die nächsten Federn uns holen. Okay, was sagt er? Willkommen, werte Herren. Genau genommen. Damen und Herren, ja, Entschuldigung, diese Nase ist nicht die ich je gesehen habe. Hat das Paar vielleicht Lust auf Weltraumgolf? Es winken großartige Preise. Weltraumgolf, ich spiele gleich Kröte im Loch, wenn du Pech hast. Ich erkläre die Regeln von Weltraumgolf. Regel Nummer 1, der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Reptilienramme. Regel Nummer 2, befördere den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel Nummer 3, angemessene Kleidung muss durchgehend getragen werden, weil zu jeder Handlung sehen wir uns gezwungen, das Sicherheitsteam gegen ungeholte Personen einzusetzen. Okay. Boah, also... Das ist der Ballspawner. Was war das denn für ein Klassiker meinerseits? Erstmal A, dass ich es nicht schaffe und B, dass dann sowas passiert. Oh Mann, okay. Ja, nee. Ich will das ja tatsächlich in die Richtung haben. Ja. Golf ist nun auch gerade hier jetzt gerade nicht mein Steckenpferd, habe ich das Gefühl. Aber langsam aber sicher
nähern wir uns dem Ausgangspunkt hier. Und ja. Rein damit. Fuck, wir haben da wohl einen Gewinner. Kommt und holt euch auf den Weg nach draußen eure Gewinn ab. Ja, ist doch prima. Damit kann das soweit das auch. Lassen und gucken, wo es als nächstes hingeht. Somit. Aber so viel kann es und darf es auch gar nicht mehr sein. Und vor allem, wir müssen auch noch herausfinden, wo etwaige Ghost Rider und so sind. Okay, Black Hole One. Den Roboter haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Da waren wir. War ich aber nicht grundsätzlich. Gerade da habe ich noch eine Feder liegen gelassen. BZW, es kann auch sein wegen den vorigen Freeze bei Kratos. Oder Kratos. Dass dadurch die Feder zumindest nicht gespeichert wurde. Ja, auch die einzige dann dementsprechend. Da können wir nicht rein, das ist bei Kratos. Dann gibt es ja nur noch die Option. Welche Option gibt es denn eigentlich nur noch? Na gut, wir können hier nochmal im Anfangsbereich nachgucken. Aber ich bezweifle, dass jetzt hier nochmal was Neues dazugekommen ist. Auch wenn wir es natürlich erweitert haben. Ja, Patty ist raus. Dann ist hier auch nichts weiter. Ja, nee, das ist soweit alles, sagen wir mal, okay. Federn oder ähnliches haben wir hier auch nicht. Gut, dann können wir raus und können nochmal woanders gucken. Weil da bin ich, glaube ich, auch noch nicht reingegangen gewesen. Damals ursprünglich. Ach hier, Wolki ist auch da. Da müssen wir aber wahrscheinlich ein Boot sein, damit wir das Wolkenrennen da machen können. Weil ich bin jetzt auch da, wo denn was ist. Aber was ist hiermit? Was ist das? Ja, hier können wir auf jeden Fall mal ganz kurz ein paar Leben holen. Okay. Frage, ist hier vielleicht unten was? Haben wir hier was übersehen? Ist das eine optionale Idee? Oder ist das grandioserweise einfach nur gedanklicher Humbug? Ich glaube, das ist ja.
Oh, Kotler Ruckler. Hey, hey, ja, hey, hey, ja, hey. Ich prüfe einfach trotzdem mal kurz nochmal nach. Runde mitfahren. Dann kann ich auch gucken, ob hier noch irgendwo optional Federn sind. Soweit ich das sehe, ist hier auch gar nichts. Nada niente. Da sind nur rein die Schmetterlinge und sonst ist hier auch nichts weiter. Ist einfach nur das so nach dem Prinzip von wegen fertig. Cool. Wo ist denn optional noch eine Möglichkeit, wo wir noch ganz schnell ganz viel finden können? Ich meine, sonst müssen wir wirklich nochmal. Ja komm, wir holen uns das Tonikum wieder aus. Weil sonst brauchen wir noch Okay, also. Einmal. Spielt in seltenen Objekte. Ja, ganz gerne bitte. Okay, wollen wir mal gucken. Na, Hallöchen, Traumschiff. Ich dachte, diese Galaxie wäre der perfekte Ort für uns verdichtete Gasse. Aber hier ist es so unglaublich öde. Wie wäre es mit einem spannenden Rennen zwischen den Sternen? Das wäre ein Wettbewerb und romantisch. Ja. Aber wenn du keine Dinge auslässt und es vor mir über die Ziel gerade schaffst, gebe ich dir eine Patchy. Okay, das wird lustig. Fertig, los. Was eingebüßt.
ich glaube, es könnte doch noch sein, dass wir es aufholen. Auf jeden Fall ist es ein sehr langes Rennen. Ja, wir haben es tatsächlich wieder aufgeholt. Aber nochmal darf uns sowas nicht passieren. Deswegen sollten wir immer gucken, dass wir gut in die Runde kommen. Nein, nein, nein! Falsche Kanone ausgeführt habe, das falsche Objekt, sag ich mal so. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, wir sind tatsächlich so gut wie durch. Jetzt nur noch einmal um diese Insel wahrscheinlich rum. Da ist er schon hinter uns. Also ein bisschen vorwegräumen macht dann doch Sinn. Dahinter ist noch was, das holen wir uns auch noch. Wissen wir immerhin Bescheid, dass da was ist. Oder ach nee, das war so ein Tintenfischding, ne? Okay. Never mind. Geschafft. Sehr schön. Wow, kaum zu glauben, dass du es vor mir in den Hafen geschafft hast. Versprochen ist versprochen. Hier ist deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Raumschiff. Okay, wir kriegen eine Patchy. Und wenn ich mich nicht täusche, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, brauchen wir sogar nur noch 3. Das heißt, eine kriegen wir für die Feder. Eine für den Ghostwriter vollständigen. Und da muss noch eine zu finden sein. Also so lose. Als Herausforderung oder ähnliches. Sonst muss ich halt gucken, ob ich irgendwas noch übersehen oder vergessen habe. Wenn ja, dann ist das ziemlich ärgerlich. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal nach. Ne? Und wie gesagt, Federn können nachher das Schlimmste sein, wenn wir hier irgendwas übersehen haben oder eine irgendwo liegen gelassen haben und nochmal überall rein müssen. Aber in dem Fall sind es tatsächlich hier nur Federn. Okay, es fehlen noch 9 Federn. Ich verpfiffe mich mal ganz kurz nach oben. Ich stelle fest, dass hier nichts ist. Und denke kurz nochmal drüber nach. Also, Golf haben wir definitiv durch. Warte, waren da überhaupt irgendwelche Art von Federn? Das haben wir noch gar nicht nachgeguckt, ob. Ich hatte jetzt nur geguckt, dass ich die Golfbälle schnell, also den Golfball schnell reinbekomme. Ob da noch selber Federn waren. Hab gar nicht mehr weiter geprüft. Vielleicht sogar auf dem Dach. Oder in der Umgebung davon. Also auf dem Dach kann ich schon mal streichen, aber da drinnen, das könnte sein, ne?
Wäre zumindest eine Option. Sag ich mal. Okay, gucken wir nochmal nach. Und dann gehen wir nochmal, daher wir jetzt auch das mit den Jäger haben. Und gucken, ob da noch was ist. Hier wäre prädestiniert für sowas. Ah ja, und guck mal, da ist auch schon so eine Granatenfrucht, nenne ich jetzt mal. Die wird doch nicht ganz umsonst da sein, oder? Aha. Ein geheimer Schalter, der das anhält. Aber trotzdem, das hilft uns auch noch nicht ganz so weiter. Gerade. Achso, ich kann einfach laufen. Okay. Ist mir gerade die Granate ausgegangen, weil ich zu lange gebraucht habe. Naja, wundert mich eigentlich schon wieder fast gar nicht, weil. Ja. Ich habe ja jetzt Jäger drin, ne? Wobei, dann müsste es eigentlich Alarm schlagen, wenn da was wäre, ne? Ach, egal. Ich versuch's trotzdem. Aber nein, mir ist trotzdem nichts. Auch wenn ich mir so sehr gewünscht habe, hier ist nichts. Gut, dann. Einmal rein. Und wir kommen hier raus. Boah, aber das ist ja dann richtig, als wenn wir jetzt nochmal überall längs müssen, weil wir Jäger ja nicht drin hatten. Gut, es führt kein Weg dran vorbei, ne, so gesehen. Mach ich das einfach mal. Wobei, warte mal. Ich muss ja auch nicht überall über das Tor hin. Okay, gucken wir mal, ob hier überhaupt noch irgendwas gesagt wird. Hier wird nur gepiepert, aber nicht wirklich aus Sinn und Zweck, sondern einfach, weil es piept. Genau, da drüben war noch zu prüfen. Da ist ja die geupgradete Welt ist. Könnte es nämlich sein, dass da auch noch mal was hingekommen ist, was wir so noch nicht hatten. Ja, ich weiß schon. Ach ja, warte mal, hier ist auch noch ein Zugang. Oder ist das der Button, der jetzt einfach... Achso, okay, der leuchtet einfach nicht. Das ist nur der Button, der einfach nicht leuchtet. Okay. Gut. Hier bei Shuffle Knight müssten wir eigentlich alles gemacht haben auf der Ecke. Kann mich aber auch natürlich täuschen. Wir hören und gucken mal. Ja. Also hier außerhalb ist schon mal nichts, wo der Alarm schlägt. Innerhalb müsste auch oder dürfte auch nichts sein. Das sieht mir nach Schicksal aus, aber ist einfach nur ungünstig modelliert. So wie auch hier, ne? Das ist ja. Okay. Hier ist auch nichts. Auch wenn wir fliegen, wird hier wahrscheinlich nichts sein. Das ist einfach alles nur großräumige Dekoration. So. Oho, oho, ausgezeichnet, yo. Arbeit, Britta. Jetzt weiß ich,
wen ich rufen muss, wenn ich in einem anderen Abenteuer Schwierigkeiten habe. Boah, gut. Das war jetzt auch nicht aufschlussreicher, aber... Ja, bei dieser Weise ist es ja wie den meisten Fällen, wenn irgendwas keinen Aufschluss gibt oder keine Erklärung, dann sind das solche Situationen, wo... Ja. Alter, Daus, wo ist denn mein Schlüssel hin? Okay, der regt sich nach wie vor nur über seinen Schlüssel auf und macht keine Anstalten, irgendwie drüber nachzudenken, ob es inwiefern etwas Relevantes ist. Okay. Guck mal, ob er drinnen nochmal irgendwie herumkiept. Also, macht. Ah ne, da müssen wir erst wieder komplett durch, ne? Ne, das spare ich mir mal, aber ich komme auch zur Erkenntnis, dass er gerade nicht piept. Also! Ja, solange jetzt nicht irgendwie in den nächsten 20 Bereichen was piept, muss ich dann mal gucken, wie fern und wo was hier noch sein kann oder ist. Ja. Ich bin ganz ehrlich, Durchblick in der Hinsicht habe ich, was das jetzt anbetrifft, gerade keinen mehr. Das liegt aber auch, wie gesagt, mitunter an den, an der Tatsache, dass ich hier halt auch nicht wirklich aufgepasst habe. Na gut. Hier ist so an sich nichts drauf. Ja, und ins Void in Anführungszeichen können wir auch einfach nur runter und dann war's das. Dann gehen wir zurück, gehen wieder raus und freuen uns einen Keks. Gut, allerdings muss ich auch sagen, das war's mal wieder von dem Part. Ja. Was dann halt fehlt, ist wirklich nur der Ghostwriter aktuell. Gerade jetzt, ne? Und... Ja, halt die letzten Federn. Und dann noch eine Patchy, die auf der Overworld sein müsste. Also hier auf der Overworld vertreten sein sollte. Gut, ich bedanke mich jetzt erstmal aber recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.